Einen schönen guten Tag. Wir sind bei Freitag, 18. Februar 2022. Die Sonne wechselt vom Wassermann in die gefühlvollen Fische. Heute exakt auch die Verbindung zwischen Jupiter und Uranus. Also eine sehr positive Verbindung in Bezug auf Neuerungen, Entwicklungen. Ja. Und der Mond ist weiterhin in der kritischen Jungfrau, also kritisch im Sinne von genau und akribisch. Und da muss man natürlich auch ein Stück weit dem gerecht werden, zumal wir ja Mars und Venus ebenfalls im Steinbock haben. Merkur ist im Wassermann weiterhin. Das bedeutet, man kann gut argumentieren, aber man muss die Dinge auch belegen können. Gefühlvoll entgegenkommt mit der Sonne in den Fischen, auch hilfsbereit, aber wie gesagt, ich denke, es geht auch darum, dass Gerechtigkeit vorherrscht, also auch Genauigkeit, Fairness und Erdenergie, also schön langsam machen. Ja, schauen wir uns das in den Karten an. Einen schönen guten Tag, mein lieber Widder. Wir sind bei Freitag, dem 18. Februar 2022. Die Sonne wechselt heute in die Fische. Es wird gefühlvoll, hilfsbereit, entgegenkommend, aber auch sehr empfindsam. Wir haben auch heute eine Verbindung zwischen Jupiter und Uranus, ganz gradgenau, die auch noch bis zum 22. anhält. Und da kommt man wirklich gut voran. Man kann etwas bewirken, man kann etwas bewerkstelligen. Wir haben heute Sonne in den Fischen. Wir haben den Mond immer noch in der Jungfrau. Pragmatismus ist angesagt. Langsamkeit, Geduld, Organisation, Planung, ja. Und weiterhin natürlich auch im Hinterkopf immer noch Mars und Venus im Steinbock. Was haben wir heute für den Widder allgemein? 5 der Kelche. Es gibt etwas zu bedauern. Man ist vielleicht sehr empfindsam. Wir haben die Welt. Etwas hinter sich bringen, etwas Neues beginnen. König der Stäbe, du bist in deinem Element und es geht um Gerechtigkeit. Die 5 der Kelche bedeutet ja immer, man muss seine, Furcht oder Kränkung überwinden und die 2 der Kelche aufnehmen. Das Gespräch suchen, die Dinge klären, bereinigen. Egal, ob du jetzt an irgendetwas schuld bist oder nicht, es geht darum, die Dinge zu klären. Etwas bewerkstelligen, hinter sich bringen. Und hier mit dem König der Stäbe die Energie der Gerechtigkeit, vage Energie, Ausgewogenheit, Harmonie herstellen. Also vielleicht geht es auch darum, über seinen eigenen Schatten oder sagen wir Stolz zu springen und zu sagen, komm, lass mal gut sein, wir bereinigen das oder wir klären das. Es ist nicht nur so, dass du jemandem damit einen Gefallen tust, du tust dir selbst einen Gefallen damit. Das ist zumindest die Anregung, die die Karten dir geben. Entscheiden wirst du das natürlich selbst. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Energie. Ich wünsche dir da ein gutes Gelingen und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, lieber Stier. Wir sind heute bei Freitag, dem 18. Februar 2022. Die Sonne wechselt heute oder ist heute in die Fische gewechselt. Und das bedeutet gefühlvoll, hilfsbereit, entgegenkommend, aber auch empfindsam. Da muss man ein bisschen Acht geben. Wir haben einen Punkt exakt zwischen Jupiter und Uranus. Und Uranus sitzt ja in deinem Sternzeichen, die vieles gelingen lässt, diese Verbindung. Und diese positive Energie hält noch bis zum 22. Also solltest du auf jeden Fall für Veränderung sorgen, dich darum bemühen. Der Mond ist in der Jungfrau und besagt damit auch, dass man gut planen und vorbereiten sollte. Ja, und im Mars und Venus sind ja sowieso in beiden der Steinbock vertreten. Also sollte einiges für dich möglich sein. Was haben wir heute am Freitag für den Stier? Der Page der Stäbe, Fokus. Da haben wir die Welt, auf die Veränderung. Und wir haben die Königin der Kelche. Da haben wir eben auch die Energie von den Fischen. Das ist, denke ich, Fürsorge für die Dinge, die du ändern möchtest. Also auch dein eigener Plan, deine eigenen Veränderungen einbringen. Und wir haben die Wassermann-Energie des Sterns, die Heilung,
Dinge heilen, Dinge, die vielleicht zuvor nicht optimal gelaufen sind, angehen, sich wirklich liebevoll darum kümmern und eben auch die Heilung herbeiführen für dich selbst, für andere, für die Gemeinschaft, je nachdem, das ist ja unterschiedlich. Der Fokus liegt tatsächlich auf der Veränderung und da Uranus ja im eigenen Sternzeichen steht, bist du mehr oder weniger dazu aufgefordert und da solltest du auch was dran tun. Das, was dir möglich ist, das, was dein Herz dir sagt, das, was dein Instinkt dir sagt und natürlich das, was du verbessern möchtest. Und das ist eine sehr, sehr schöne Energie und Möglichkeit, die du auf jeden Fall für dich nutzen solltest. Viel Erfolg dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Freitag, 18. Februar 2022. Die Sonne ist in die Fische gewechselt. Das heißt, es wird gefühlvoller, hilfsbereiter, energetischer, aber auch natürlich ein bisschen sensibler. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, wie man was rüberbringt oder was sagt. Wir haben die Sonne halt in den Fischen, den Mond in der Jungfrau. Das bedeutet Planung, Organisation, akribisch daran arbeiten. Mit der Energie von Jupiter und Uranus, die am heutigen Tag exakt werden, können Träume wahr werden, wenn man sich darum kümmert und bemüht. Das gilt auch noch bis zum 22. Februar. Also, wir schauen mal, was wir heute an diesem Freitag für die Zwillinge allgemein haben. Gute Stimmung, die Sonne, Strahlkraft, schön. Wir haben die zwei der Stäbe vor einer Weggabelung stehen. Und wir haben die Krebsenergie des Wagens. Das bedeutet, dass man das Pferd oder den Wagen in die richtige Richtung schieben oder steuern sollte, besser gesagt. Mit guter Stimmung eine Entscheidung treffen, die, ich denke mal, zukunftsweisend sein kann. Wir haben die 10 der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Also wenn du etwas wagst, wenn du deinem Instinkt folgst, das pragmatisch angehst, gut planst, gut vorbereitest und dich reinhängst, ist das Ganze von Erfolg gekrönt. 10 der Münzen bedeutet Sicherheit und Stabilität und auch die Krebskarte des Wagens ist eine Erfolgskarte. Also ist es wichtig, sich für eine Richtung zu entscheiden und damit Freude auch dran zu gehen und sich darum zu kümmern, dass die Dinge laufen, aber eben mit Erdenergie. Also es ist vielleicht eine kleine Umstellung, ein bisschen dieses Ausgebremstsein für dich als Zwilling, aber es ist erfolgreich, wenn du dich dazu entschließt. Und dann solltest du natürlich auch dranbleiben. Ja, der exakte Punkt zwischen Uranus und Jupiter ist eben heute erreicht und hält noch bis zum 22. Also nichts wie ran an den Speck. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Krebs. Ab heute haben wir die Sonne in den Fischen, was dich auch unterstützt. Wir haben heute Freitag, den 18. Februar 2022 und damit gefühlvoll, sensitiv, sensibel, hoffentlich nicht überempfindlich. Wir haben den Mond in der Jungfrau gut geplant, gut vorbereitet, gut organisiert sein, ist das Wichtige. Wir haben im Hintergrund Mars und Venus im Steinbock. Es geht um Verlässlichkeit und natürlich auch um Korrektheit durchaus. Und ja, ich denke mal, das ist ganz wichtig für dich auch als Krebs. Und habe ich noch was vergessen? Nee, wir schauen mal, was wir für den Krebs am heutigen Freitag haben. 10 der Kelche, sehr viel Gefühl, sehr viel Liebe. König der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Okay, da ist die Sachlichkeit und da ist die vage Energie der Harmonie. Ich denke mal, es geht darum, das Gefühl und den Intellekt auch in eine harmonische Verbindung zu bringen, ja, bei dir selbst. Also, dass du eben sachlich bist oder sachlich auch Dinge empfangen kannst und trotzdem auch gefühlvoll bist. Wir haben das Ass der Kelche. Es geht um die Eigenliebe, um das Verständnis für dich selbst, deine Selbsterkenntnis. Zum Beispiel, was will ich und wie kann ich das umsetzen? Wo hängt mein Herz dran? Was ist auch realistisch? Wir haben diese starke Erdenergie im Umfeld. Da muss man immer nachschauen, hält das in der Realität auch stand? Ja? Also keine
zu hochtrabenden Ideen oder Fantasien, sondern ich möchte es ja umsetzen. Und deswegen möchte ich das in Harmonie haben. Und die beste Harmonie erreichst du, indem du natürlich als erstes bei dir selbst anfängst und deine Gedanken mal überprüfst, wie du so mit dir umgehst gedanklich, welche Gedanken du hast, wie gut du dich kennst, was sich vielleicht verändert hat und erstmal so Harmonie in dich selbst bringen, um dann auch Harmonie auszustrahlen, authentisch rüberzukommen. Der König der Schwerter ist ja oft derjenige, der knallhart die Wahrheit sagt. Und das solltest du für dich selbst eben auch tun. Du solltest nichts beschönigen, nichts irgendwie weglassen, ja, weil es gerade nicht gefällt, sondern du solltest authentisch und ehrlich zu dir selbst sein, was deine Gefühle betrifft und was deine Harmonie mit dir selbst und natürlich deiner Umwelt betrifft. Das ist eine sehr schöne Energie. Und wenn du das machst von Zeit zu Zeit, denke ich, dass du auch eben Harmonie in dein Leben manifestierst. Das wünsche ich dir von Herzen, wünsche dir einen schönen Tag und sage bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Freitag, 18. Februar 2022. Die Sonne wechselt oder hat in die Fische gewechselt. Das ist sehr gefühlvoll, sehr sensitiv und da muss man Acht geben, wie man sowas an den Kopf schmeißt. Also was man sagt. Ja, dass man ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen sensitiv auftritt. Wir haben den Mond in der Jungfrau. Das bedeutet planmäßig vorgehen, gut organisiert sein. Im Hintergrund die Energie des Steinbocks in Mars und Venus bedeutet eben auch verlässlich sein und auch natürlich das Erleben. Nicht nur selber verlässlich sein, sondern auch erhalten. Wir haben eine schöne Energie zwischen Jupiter und Uranus, die heute exakt genau wird, gradgenau wird, die dafür sorgt, dass hochfliegende Pläne wahr werden können, wenn man sich an die Möglichkeiten hält, die einem gegeben sind. Und das solltest du natürlich auch hinbekommen, denke ich mal. Was haben wir für den Löwen? Allgemein, den Eremiten, Jungfrau-Karte, in dich gehen. Wie sieht deine Planung aus? Was sind deine hochfliegenden Pläne, die du umsetzen möchtest? Wir haben die 10 der Kelche, sehr gefühlvoll, sehr liebevoll. Das ist vielleicht Familie, Partnerschaft, Freundschaft. Wir haben die 2 der Stäbe vor einer Weggabelung stehen. In welche Richtung soll es denn nun gehen? Das solltest du dir gut überlegen, damit du eben auch zufrieden und glücklich bist. Ja, deine Gefühle sollen dabei natürlich auch eine Rolle spielen. Und du entscheidest, wo es hingeht, in welche Richtung es geht. Und wir haben die 8 der Münzen. Es ist wichtig, dass du deinen persönlichen Anteil dazu beiträgst. Das können die Möglichkeiten sein, die der Eremit dir aufzeigt, dass du Gefühl hast, dass du Gefühl zeigst, dass du deine Zeit organisierst, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, dass du eben versuchst, Zeit auch für die Liebe, für das Gefühl, für die Fürsorge, ja, eben einzuplanen und dass du da mitwirkst, dass du eben auch, ja, ich sag jetzt mal, mit involvierst, was für dich auch privat wirklich wichtig ist. Und das solltest du auf jeden Fall heute überlegen. Das sieht sehr vielversprechend aus und ich bin gespannt natürlich, wie es weitergeht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Freitag, 18. Februar 2022. Die Sonne steht jetzt in den Fischen. Und damit Sensitivität, Gefühl ist sehr wichtig. Natürlich auch Sensitivität, wie man auftritt, wie man jemandem was sagt. Man kann da auf Empfindlichkeit stoßen, auch das sollte man bedenken. Wir haben den Mond im eigenen Zeichen, das heißt, der Mond steht in der Jungfrau. Damit bist du gut organisiert, du planst das gut. Und ich denke auch, dass die Sonne in den Fischen dir in Gefühlsdingen sehr viel hilft, sich sehr unterstützt. Wir haben ja auch Mars und Venus im Steinbock. Dazu kommt dann heute auch noch gerade genau die Verbindung von Jupiter und Uranus, die Träume realisieren lassen. Also Veränderung, positive Veränderung forcieren. Ja? Und natürlich muss man seinen Beitrag dazu leisten. Dieser schöne Aspekt geht auch noch bis zum 22. Februar. Also schauen wir mal, was wir für die Jungfrau heute haben. Der Ritter der Stäbe, ein leidenschaftlicher Neubeginn ist es nicht, aber es ist ein spielerisches Herangehen. Wir haben ja das Ass der Stäbe hier,
an, vielleicht neue Dinge, vielleicht auch vielleicht eine Idee für einen Neubeginn. Wir haben die Königin der Schwerter, finde ich sehr gut. Das ist die Authentizität. Mit sich selbst so ins Reine gehen. Wozu habe ich denn Lust? Was möchte ich gerne machen? Was weckt meine Leidenschaft? Wo bin ich so voll dabei? Und wie kann ich das bewerkstelligen? Erstmal macht man das für sich selbst. Und dann geht man authentisch, wie man das erarbeitet hat, nach außen. Die sieben der Münzen sind die Details, um die du dich dann kümmerst. Ja, das ist eben die Planung, das Kleingedruckte und so weiter. Wir haben aber auch die fünf der Münzen. Es geht darum, sich auch ein Stück weit zurückzuziehen von klein klein. Ich denke mal, es geht darum, hier diese Genauigkeit nicht zu übertreiben. Also so totale Kontrolle oder vielleicht auch Perfektionismus, sondern sich ein bisschen vom Perfektionismus zu verabschieden und lieber mehr so in die Leidenschaft zu gehen. Das ist so der Ansatz, den ich hier sehe. Und sich klar machen, dass du eben nicht nur, ich sag jetzt mal, aus Perfektionismus bestehst, sondern eben auch aus Leidenschaft, die du dich vielleicht bisher nicht so getraut hast, in den Vordergrund zu holen. Und die Aufrichtigkeit zu dir selbst zeigt dir, dass du durchaus leidenschaftlich bist. Und deswegen brauchst du ein bisschen Alleinzeit, um dir darüber ein bisschen klar zu werden. Und dazu wäre heute der Tag gut geeignet, um deine Pläne dann eben auch umsetzen zu können. Also Wunder können geschehen, wenn du es zulässt. Ich bin gespannt und sag viel Spaß dabei und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Waage. Wir sind heute bei Freitag, 18. Februar 2022, und die Sonne ist in den Fischen angelangt. Das heißt, die Unterstützung aus dem Wassermann besteht nicht mehr. Trotzdem wird es sensitiv, gefühlvoll, hilfsbereit, aber eben auch manchmal ein bisschen überempfindlich. Auch damit muss man zurechtkommen. Der Mond steht in der pragmatischen Jungfrau, das heißt, gute Planung, gute Organisation sind wichtig. Im Hintergrund Mars und Venus im Steinbock. Und wir schauen uns an, was wir für dich haben. Zudem haben wir noch eine gute Verbindung zwischen Jupiter und Uranus, denn man kann Dinge umsetzen. Diese Verbindung wird heute gradgenau, die besteht schon seit dem 13. und wird auch noch bis zum 22. Februar laufen. So, schauen wir uns jetzt an, was wir heute für die Waage haben. Wir haben die 10 der Stäbe. Das sind die Verpflichtungen, die Dinge, die dir vielleicht so ein bisschen nachhängen. Wir haben die Königin der Stäbe, das ist Feuerenergie, mit Optimismus und Leidenschaft daran gehen, auch vielleicht dafür sorgen, dass die Leidenschaft nicht zu kurz kommt dabei. 4 der Münzen an etwas oder jemandem festhalten. Es kann vielleicht auch bedeuten, dass du ein bisschen mehr Leidenschaft reinholen solltest. Und die Königin der Kelche, sich kümmern um das, was dir am Herzen liegt, was du für dich als wichtig erachtest, auch im Gefühlsbereich. Die Sonne in den Fischen macht auch sehr gefühlvoll. Und daran solltest du auch ein bisschen denken, beziehungsweise das auch begrüßen, würde ich einfach sagen. Dann können die Dinge, die hier vielleicht noch anliegen, mit Optimismus und Leidenschaft und Gefühl, ja, erledigt werden. Und du hast noch Zeit für die schönen Dinge, für die schönen Seiten des Lebens, was ja auch sehr wichtig ist. Die Uranus-Jupiter-Verbindung sorgt ja auch dafür, dass Dinge wahr werden können, die wir uns wünschen und die wir natürlich auch, ich sage jetzt mal, bearbeiten müssen, um sie in die Tat umzusetzen. Dazu bist du eben dadurch auch aufgefordert, und da gilt es eben, die Leidenschaft und das Gefühl mit einzubeziehen. Und ich denke, dass dich das auch ein Stück weiterbringt. Dann wünsche ich dir viel Freude dran und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Skorpion. Wir haben die Sonne ab heute in den Fischen. Auch das bringt dich gefühlvoll rüber. Es sorgt für intensive Gefühle, Sensitivität, und natürlich kann man ein bisschen überempfindlich auch manchmal sein. Auch das ist möglich. Der Mond ist in der pragmatischen Jungfrau. Das bedeutet gut planen, gut vorbereiten, und im Hintergrund Mars und Venus weiterhin im Steinbock. Und ich denke, dass sich das beflügelt. Wir haben die Jupiter-Uranus-Konjunktion heute exakt. Und damit können Dinge wahr werden, die wir vielleicht, naja, einfach mal erträumt haben und die wir vielleicht nicht mehr für möglich gehalten haben. Schauen wir uns an, was wir heute für den Skorpion haben. Intuition, sehr wichtig. Ja, zwischen den Zeilen lesen, spüren, ja,
auch dann natürlich ein Stück weit darauf achten. Liebevolle Energie mit dem Ritter der Kelche. Wir haben die Welt etwas hinter sich lassen, etwas Neues beginnen. Und da ist die Geselligkeit oder Gesellschaft. Ich glaube, dass du mehr gefühlvoll nach außen gehst. Du weißt, wer, sage ich mal, dir ja, hilft oder wer dir sympathisch ist oder mit wem du gut klarkommst und mit wem du das bewerkstelligen kannst, eine Veränderung. Uranus steht ja für Veränderung. Im Stier ist natürlich auch Pragmatismus, aber wir haben die Verbindung mit Jupiter. Jupiter ist in den Fischen und die Sonne ist in den Fischen. Also gefühlvoll etwas bewegen, ja, auch mit anderen Menschen. Du hast die Intuition, du hast das Feingefühl, eben den richtigen Ton zu treffen, die richtigen Leute. Und da solltest du natürlich hellwach sein und deine Möglichkeiten auch ausschöpfen. Das Ganze geht auch noch bis zum 22. Februar. Das heißt, du musst das nicht an einem Tag bewerkstelligen. Es gibt weitere Möglichkeiten in den nächsten Tagen. Und dazu gehört natürlich auch, dass man aufmerksam ist, beobachtet und seine Chancen wahrnimmt. Und das würde ich dir ganz besonders ans Herz legen. Das kann in der Liebe sein, das kann im Jobbereich, in der Karriere sein. Das kann auch andere Möglichkeiten bedeuten. Aber du hast Gelegenheiten, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Also schön hellwach bleiben. Viel Erfolg dabei, mein lieber Skorpion. Und ich bin gespannt, wie es für dich dann klappt. Bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Schütze. Wir sind bei Freitag, dem 18. Februar 2022. Die Sonne ist in die Fische gewechselt. Also eigentlich im Quadrat zum Schützen. Aber es ist gefühlvoll, es ist hilfsbereit, es ist auch ein bisschen überempfindlich. Da muss man Acht geben. Der Mond steht in der pragmatischen Jungfrau. Gut planen, gut organisieren kann man da. Und man sollte sich das natürlich zunutze machen. Mit der Erdenergie ist es sehr langsam. Im Hintergrund Mars und Venus im Steinbock. Und wir haben heute diese Sache zwischen Jupiter und Uranus gradgenau. Das heißt, heute können Dinge sich erfüllen, Dinge können sich verändern. Und Jupiter ist ja sozusagen dein Heimatplanet, er ist zwar in den Fischen, aber ich denke, es könnte einiges Gute auch für dich dabei herauskommen. Also schön aufpassen, wir schauen mal, was wir heute für den Schützen haben. Die 8 der Kelche von etwas verabschieden. Wir haben die 9 der Stäbe, nicht verausgaben, achte darauf, dass du nicht zu viel Energie darauf verwertest. Die 4 der Stäbe, Hausheim, Familie und nahes Umfeld. Es geht vielleicht darum, dass du neue Wege gehst, dass du vielleicht auch nicht übereifrig wirst. Wir haben das Ass der Schwerter, Klarheit und Wahrheit. Dir kommt heute eine Erkenntnis zugute, die dir weiterhilft, vielleicht deinen neuen Weg zu planen, auch gefühlsmäßig dich auf die Dinge einzustellen. Aber du musst keinen Druck dahinter machen. Du musst dich nicht deswegen irgendwie unter Druck setzen oder jetzt irgendwie was ganz Besonderes machen. Ganz im Gegenteil, bei der Erkenntnis ist es ja so, dass man diese Erkenntnisse bekommt. Man holt sie sich vielleicht auch durch Wissen oder dass man nachfragt, aber dieser Neubeginn in einer neuen Einstellung, in einer neuen Form ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis, die du im heimischen Bereich machst. Und die dir dann auch weiterhilft, die dir die Erkenntnisse gibt, die du brauchst, um fortzufahren, um erfolgreich zu sein. Ja? Vielleicht ist es auch jemand, der dir eine Erkenntnis bringt oder etwas mitteilt. Es ist auf jeden Fall ein neuer Weg. Du bleibst dran, aber du überanstrengst dich bitte nicht. Ja? Du bleibst im grünen Bereich. Ja, schauen wir dann, wie es morgen weitergeht. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute schon mal einen schönen Tag, gute Erkenntnisse und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Freitag, dem 18. Februar 2022. Die Sonne ist in die Fische gewechselt. So, das ist natürlich sehr gefühlvoll, sehr sensitiv. Man muss ein bisschen Acht geben, dass man andere nicht zu sehr auf die Füße tritt. Wir haben den Mond in der pragmatischen Jungfrau, sehr unterstützend, organisatorisch gut aufgesetzt. Und wir haben natürlich Mars und Venus im Steinbock. Zudem haben wir heute exakt gerade genau Jupiter und Uranus-Konjunktion, die bis zum 22. auch noch dafür sorgt,
dass sich positive Veränderungen durchführen lassen, wenn man seinen Teil dazu beiträgt. Schauen wir uns an, was wir am heutigen Freitag für den Steinbock haben. Auch du bist vielleicht ein bisschen übereifrig, versuchst irgendwas zu erreichen. Neun der Stäbe ist die Burnout-Karte, dass man sich ein bisschen übernehmen könnte. Achte bitte, dass das möglichst nicht passiert. Auch du willst Veränderungen, das haben wir auch heute ganz häufig, die Welt, dass man etwas unbedingt verändern möchte. Mit Gewalt geht es nicht. Du brauchst Geduld, du bist ja Erdenergie. Wir haben einen leidenschaftlichen Neubeginn, das kann sowohl beruflich als auch privat der Fall sein, dass man diesen herstellen möchte, aber bitte achte darauf, dass du dich hier nicht verausgabst. Es wäre vielleicht verkehrt oder es wird die Kraft und die Energie in die falsche Sache gesteckt. Deswegen achte darauf, dass du eben nichts überstürzt und dich nicht verausgabst. Das ist ganz, ganz wichtig. Der leidenschaftliche Neubeginn ist eben Leidenschaft natürlich und es ist Feuerenergie. Man brennt für eine Sache. Und wir haben die 10 der Schwerter. 10 der Schwerter. Du kommst über eine Enttäuschung, eine Sache, die nicht gut funktioniert hat, hinweg. Vielleicht aufgrund dieses leidenschaftlichen Neuanfangs. Vielleicht ist deine Verausgabung ein Punkt, weshalb die 10 der Schwerter hier sind. Dass du vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hast oder dich hast, ich sag jetzt mal, ein bisschen ausnutzen lassen oder einfach deine Energie auf oder eingebracht hast, die dann nicht so gewürdigt wurde. Aber der leidenschaftliche Neubeginn steht schon in den Startlöchern. Das bedeutet, mach dir keinen Kopf um das, was nicht funktioniert hat, mach dir lieber einen Kopf um das, wofür du brennst. Das ist viel wichtiger, denn das kann jetzt wirklich gelingen. Ich bin schon gespannt, wie es morgen weitergeht. Ja, ich hoffe, du auch. Und dann schauen wir uns an, wie das aussieht. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Freitag, 18. Februar 2022. Die Sonne ist in die Fische gegangen. Das heißt, ein bisschen Kraft geht dir verloren, ein bisschen Strahlkraft. Und du sollst dich davon natürlich nicht runterziehen lassen. Dir begegnet sehr viel Sensitivität, Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und natürlich auch Empfindsamkeit. Also muss man mit seinen Worten vielleicht auch ein bisschen achtsam umgehen. Der Mond ist in der pragmatischen Jungfrau. Das bedeutet, Planung und Organisation werden groß geschrieben. Je besser vorbereitet, desto besser. Und natürlich im Hintergrund Mars und Venus im Steinbock. So, wir schauen uns an. Wir haben ja noch was. Wir haben ja noch die Jupiter-Uranus-Konjunktion, die heute exakt wird, aber noch bis zum 22. anhält. Das bedeutet, Veränderungen stehen unter einem sehr günstigen Stern, wenn man seinen Teil dazu beiträgt. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für den Wassermann am heutigen Freitag haben. Gerechtigkeit, vage Energie, Harmonie herstellen, ja, für Harmonie sorgen. Fairness, Gerechtigkeit ist ja, spricht ja für sich. Wir haben die 5 der Kelche. Oh, da haben wir ein Bedauern. Da haben wir aber auch Sensitivität. Das Gefühl, vielleicht ist es auch deine Sensitivität, dass du etwas bedauerst. Dieses Bedauern sagt ja immer, dreh dich rum, ändere deine Einstellung und nimm die 2 Kelche auf. Such das Gespräch, such die Klärung und ja, ich denke mal, dass du deine Gefühle ruhig offenbaren sollst, um Harmonie herzustellen. Ehrlichkeit ist dabei natürlich unabdingbar. Wir haben die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe steht für Optimismus, es steht für dranbleiben, ich bin mit Leidenschaft dabei, ich kämpfe für meine Ziele, ich gebe nicht auf und ich will das auf jeden Fall schaffen. Und vielleicht ist das etwas, was eben zur Harmonie beiträgt. Vielleicht ist es ein leidenschaftlicher Neubeginn, eine Sache, für die du brennst, natürlich. Was das Bedauern betrifft, da kannst du vielleicht jemandem zu nahe treten mit deinen Worten oder jemand tritt dir zu nahe. Aber die Einstellung dazu ist, ich lasse mich davon nicht festhalten, ich drehe mich herum, ich bleibe nicht unbeweglich, ich nehme die 2 Kelche auf und gehe mit Optimismus voran. Und dann haben wir die Transformation, dann haben wir die Veränderung. Denn das Wichtigste an dieser ganzen Sache mit Jupiter und Uranus, die eben Dinge möglich machen, ist, dass man selbst seinen Beitrag dazu leisten muss. Und das ist unabhängig vom Sternzeichen. Also, lieber Wassermann, überlege dir, wie du die gewünschte Veränderung in Harmonie und mit Harmonie herbeiführen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und sage bis morgen.
herzliches Willkommen, liebe Fische. Die Sonne ist in eurem Sternzeichen angekommen. Wunderbar. Strahlkraft, Energie, Power, Lust auf Neues, Optimismus. Wunderschön. Auch Hilfsbereitschaft, Sensitivität. Nicht nur bei den Fischen, auch bei den anderen Sternzeichen. Und damit gefühlvollere Energie. Im Mondzeichen haben wir natürlich die pragmatische Jungfrau, die dafür sorgt, dass man sich gut organisiert, gut aufstellt und das Ganze eben auch auf einen realen Boden stellt. Im Hintergrund Mars und Venus im Steinbock sorgen auch dafür, dass das Ganze eine besonders stabile Basis bekommt. Auch das ist sehr schön. Noch was, wir haben Jupiter und Uranus heute exakt in der Konjunktion. Das bedeutet, Träume können wahr werden. Aber die müssen eben auf Realismus geprüft werden und man muss seinen Teil dazu beitragen. Das Ganze geht noch bis zum 22. Schauen wir uns jetzt mal an, was wir für die Fische am heutigen Freitag haben. Widerstand. Es kann dein Widerstand sein, du bist gerüstet, du bist kampfbereit. Oder es ist der Widerstand anderer. Wir haben das Ass der Kelche. Es geht um deine Eigenliebe. Wie gehst du mit dir selbst um? Dieser Kelch muss immer von dir selbst befüllt werden. Du kennst ja die Karte 2 der Kelche. Jeder muss für seinen Kelch erstmal selber sorgen, ja, dass er eben mit sich selbst gut umgeht, weil erst dann kann man auch gut mit jemand anderem umgehen. Wir haben die 10 der Münzen. Da haben wir die stabile Basis. Das ist finanziell und auch in Beziehungen, ja. Es geht darum, sich und seine Einstellung, das, was man für richtig erachtet, zu verteidigen oder eben darzustellen, auch vielleicht rüberzubringen, was man eigentlich will. Und man schafft damit eine solide Basis. Und wir haben die Mäßigkeit, die Schütze-Energie. Da ist nämlich der Intellekt mit dem Gefühl im Einklang. Ja? Also haben wir eine bodenständige Energie, die eben nicht herzlos ist, sondern eben auch darauf achtet, dass alle Beteiligten auch dabei zufrieden sind und vielleicht sogar glücklich. Also stehe für dich selbst ein und mit dieser tollen Energie, mit Jupiter Uranus, kannst du Dinge bewerkstelligen, die du vorher für unmöglich gehalten hast. Nutze diese tollen Gelegenheiten. Du hast Jupiter im eigenen Zeichen, die Sonne im eigenen Zeichen und du hast sehr unterstützende Erdenergie, die dafür sorgt, dass deine Pläne wirklich auch ein gutes Fundament haben. Finde ich großartig, beglückwünsche dich dafür und ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Ich hoffe, du auch. Wir sehen uns. Tschüss.